Wir spielen Zelda Majora's Mask und haben noch ganz genau 2 Minuten, bevor etwas ganz Schreckliches passieren wird. Nämlich höchstwahrscheinlich einen der ganz wenigen Menschen auf der Welt, der es schafft, Game Over zu gehen. Ist das nicht toll? Oh Mann, ich mag den Spielstand nicht neu laden. Das werden wir dann aber trotzdem wohl machen müssen, weil uns bleibt da gar nichts anderes übrig. Oh, da ist der Typ. Weil ich finde das jetzt nicht in einer Minute. Und das glaube ich nicht, dass man das schaffen kann. Oh Mann, Junge, lass mich in Ruhe. Habe ich die jetzt? Nee. Oh, okay. Das gibt ein sattes Game Over. Ich sehe es jetzt schon. Gut, doch auch mal eine neue Erfahrung. Ja, ich sehe mir das Ganze mal gemütlich an. Die Apokalypse quasi. Oh, Kinders. Ich glaube, ich bin wirklich der Erste, der das so vermasselt hat. Ah ja. Oh oh, there he comes. Der Mond fällt auf unseren Planeten. Das könnte wehtun. Oh ja, das tut weh. Oh Mann. Naja, so seht ihr das wenigstens auch mal. Das werden die wenigsten zu Gesicht bekommen haben. Da geht's jetzt ganz schön heiß zu. Oh. Hi, Link. Ja, wo bist du denn? Da kommt eine Flammenwand. Aua. Gerösteter Link ist geröstet. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Nein, ganz sicherlich nicht. So, wo sind wir hier? Ich bin Besitzer des Fröhlich-Maskensladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Okay. Okay. Alles, was du verlangst, ist, dass du mir deine wertvolle Maske zurückbringst. Déjà vu. Na gut. Also, wir haben hart gefailt. Sind anscheinend gestorben, haben den Planeten vernichtet. Und somit müssen wir beim nächsten Mal etwas schneller sein. Also, ich gebe jetzt natürlich noch nicht auf. Aber, ja. Aber ich werde an dieser Stelle jetzt einen unplanmäßigen Schnitt machen und spiele dann nochmal bis ich die Jungs gefangen habe und so weiter, damit ihr das nicht doppelt und dreifach seht von mir. Danke fürs Zuschauen fürs Erste und das war's von mir, eurem komplett verplanten Nova.